Wir sprechen seit geraumer Zeit, seitdem wir uns in der Corona-Krise befinden, mit verschiedenen Initiativen und Personen, die sich vor allem um Menschen kümmern, die besonders betroffen sind von der aktuellen Situation, die Unterstützung leisten, die Ratschläge geben und Solidarität organisieren. Genau. Und wir wollen heute mit Dr. Luisa Schneider sprechen. Sie ist arbeitet am Max-Planck-Institut für ethnologische Forschung in Halle, wenn ich das richtig sehe, und befasst sich intensiver mit der Situation von Wohnungslosen, auch in der Langzeitperspektive. Genau, und das soll auch ein bisschen unser Thema heute sein. Wohnungslose sind ja besonders betroffen, schon aufgrund des Fehlens einer häuslichen Unterkunft von der aktuellen Situation. Aber vielleicht können Sie sozusagen nochmal zum Einstieg auch darlegen, warum diese Krise besonders diese Menschengruppe auch ja, gefährdet. Genau. Also ich glaube, zum einen ist es eben so, dass alle Maßnahmen, die uns gesagt werden, die wichtig sind zu unserem eigenen Schutz, ja von wohnungslosen Menschen nicht einfach umgesetzt werden können. Also das beste Beispiel ist immer, wie soll man sich denn selbst isolieren oder zu Hause bleiben, wenn man kein Zuhause hat? Darüber hinaus ist natürlich auch das regelmäßige Händewaschen nicht so einfach möglich. Und dann entsteht mit jeder neuen Maßnahme, die geschaffen wird, auch immer wieder so eine individuelle Problematik. Also ein Beispiel ist, dass ja jetzt in Supermärkten darauf geachtet werden soll, dass sich nicht mehr so viele Menschen anstecken, indem man nur noch mit einem Wagen reinkommt. Für einen Wagen braucht man aber einen Chip, ne? Für einen Chip braucht man einen Euro oder sowas. Das haben wohnungslose Menschen nicht. Wie können sie also im Supermarkt? Genau. Jetzt war es natürlich so, dass aufgrund der Schutzmaßnahmen sehr viele Einrichtungen schließen mussten, weil Tagestreffs und Suppenküchen und einfach jegliches Tagesangebot ja Menschengruppen anzieht. Das heißt, das musste geschlossen werden. Organisationen mussten sich zurückziehen und ihr Angebot neu ordnen. Und da entstand erstmal ein Vakuum, wo überhaupt nicht klar war, wie wohnungslose Menschen jetzt versorgt werden können, wie sie Informationen über diese Krise bekommen, wie sie sich isolieren können und auch wie sie Zugang zu medizinischer Hilfe bekommen. Genau. Und vielleicht können Sie noch mal in der Rückschau auch durchdeklinieren, was für Maßnahmen jetzt ergriffen wurden und vielleicht auch gleich bewerten, ob die ausreichend sind oder ob die auch an der ja, an der Lebensrealität teilweise vorbeigehen oder doch noch Löcher sozusagen da sind. Okay, also Vereine und Träger haben sich waren sich sehr schnell im Klaren, okay, wir müssen unbürokratische, schnelle, menschliche Lösungen finden, wie diese Menschen trotzdem unterstützt werden können. Und wir haben dann gemeinsam uns vernetzt und sind auch alle eigentlich ständig per E-Mail im Kontakt, unterhalten uns alle 2 Tage und finden dann gemeinsam Lösungen. Die Stadt hat auch relativ schnell agiert. Und da ist das Angebot so, dass jetzt sämtliche Notschlafstellen sind 24 Stunden am Tag geöffnet. Wir bieten jetzt seit kurzem auch eine Vollverpflegung an, die ist kostenfrei. Also Menschen können dort 24 Stunden am Tag sein und bekommen dort auch zu essen. Es wurde dann auch eine weitere Übernachtungseinrichtung gefunden in der Torgaustraße. Und auch die wird sehr gut angenommen. Dass aber diejenigen Menschen, die nach wie vor auf der Straße sind und diese Einrichtung nicht annehmen können oder wollen, auch versorgt werden, darum kümmern sich hauptsächlich eigentlich Träger und Vereine. Hier ging es stark darum, dass die Essensversorgung gewährleistet ist. Das lief sehr schnell über Lunchpakete und so. Und genau, und uns ging es aber dann darum, einen Weg zu finden, wie jetzt eben auch warmes Essen ausgegeben werden kann. Das ist seit kurzem jetzt möglich, unter anderem auch über Spenden von hilfsbereiten Mitbürgern und Mitbürgerinnen. Genau, und da wird jetzt eben auch warmes Essen verteilt. Dann ist uns ein großes Bedürfnis, dass eben auch diejenigen Menschen, die nicht in die Unterkünfte kommen, irgendwie Zugang haben zu Hygiene, also Toilettenbenutzung, soziales Waschen und Duschmöglichkeiten.
Genau, und hier sind jetzt auch Kirchen eingesprungen und haben ihre Toiletten geöffnet. Also man sieht sehr, sehr viel Engagement und in der Kollaboration entstehen auch wirklich entsteht viel Tolles. Es ist aber natürlich nach wie vor so, dass diejenigen Menschen, die auch auf der Straße am ärgsten zu kämpfen haben, also schwerst psychisch kranke Menschen, Menschen mit körperlichen Behinderungen, Menschen mit Gewalterfahrung oder schlechten Vorerfahrungen in den Notübernachtungsunterkünften, die sie vielleicht so nicht nutzen können, die sind jetzt natürlich viel stärker isoliert. Und da ist uns auch noch ein großes Bedürfnis, dass wir eben Kontaktmöglichkeiten ausbauen, weil das Hilfsangebot musste ihre Standzeiten einstellen. Das heißt, der Hilfebus des Suchtzentrums fährt nach wie vor. Man kann ihn anrufen und dann fährt er einen auch sofort an und bringt einem, was man braucht. Nur die meisten Wohnungslosen haben halt kein Handy. Mhm. Genau, und hier ist eben uns jetzt noch ein großes Bedürfnis, dass wir da eben auch Handys und SIM-Karten zur Verfügung stellen, dass diese Menschen das Hilfsangebot auch nutzen können. Genau. Wenn man sich die Stimmung auf der Straße anschaut, dann ist sie, ich würde mal sagen, sehr zwiegespalten. Also auf der einen Seite, wir wissen ja, dass es bei medizinischen Krisen auch immer viel um Vertrauen geht. Mhm. Und das Vertrauen wohnungsloser Menschen in staatliche Einrichtungen und teilweise auch natürlich in Hilfsorganisationen ist nicht immer das Einfachste. Und das wurde jetzt durch die Öffnung der Notschlafstellen und durch das viele Angebot und die Solidarität hat sich da auch irgendwie neues Vertrauen gebildet. Mhm. Das ist schön zu sehen. Auf der anderen Seite ist es schon so, dass einfach sehr viele Informationen fehlen. Also während wir uns irgendwie, wir wohnenden Menschen ziehen uns in so eine virtuelle Welt zurück, wo wir alle vernetzt sind und ständig an Informationen kommen. Und das ist auf der Straße halt nicht möglich, was einerseits bedeutet, dass der Kontakt zu geliebten Menschen abbricht und was aber auch bedeutet, dass viele Informationen zum eigenen Schutz oder zur generellen Situation dieser Pandemie einfach fehlen. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich will noch mal auf einen Aspekt eingehen. Sie haben erwähnt, die Stadt hat doch relativ schnell auch reagiert, hat die Notübernachtung ganztags geöffnet und eine weitere ans Netz gebracht. Nun gibt es auch eine kritische Diskussion darüber, auch im Bereich der Geflüchtetenunterstützung, ob Sammelunterbringungen sozusagen das Richtige in Corona-Zeiten sind. Es gibt auch Städte, ich meine Berlin zum Beispiel, die gerade ein Hotel geöffnet haben. Hotel ist sozusagen auch eine Massenunterbringung, aber vielleicht noch mit separaten Wohnmöglichkeiten. Wie bewerten Sie das? Wäre eigentlich nötig, sozusagen statt solcher Notunterbringungen auch mit Mehrbettzimmern vielleicht irgendeine Form zu finden, wo Privatsphäre geschützt ist, aber sozusagen, wo nicht zum Beispiel Mehrbettzimmer sozusagen das Zentrum des Lebens sind? Ja, ich glaube, eine große Frage für die Stadt war hier die Umsetzbarkeit. Mhm. Also in mehreren Ländern wird es ja inzwischen gemacht, dass auf Hotels zurückgegriffen wird. Und das ist eine Maßnahme, die auch eigentlich als sehr positiv bewertet wird. Und ich glaube, europaweit ist das sogar die Maßnahme, die am häufigsten ergriffen wird, weil sie einfach viele Probleme, die wir mit Notschlafstellen und Sammelunterkünften haben, aufhebt. Und das ist nicht nur die Gruppenunterbringung, sondern auch Fragen wie zum Beispiel, können Paare zusammenbleiben oder müssen sie in getrennte Unterkünfte, können Familien zusammenbleiben. Also weil man einfach diese Möglichkeit schafft, sich einzeln zu isolieren, aber trotzdem verbunden zu sein. Deshalb ist, glaube ich, sind Hotels eine unglaublich gute Lösung, wenn man dann auch eine Versorgung bieten kann in diesen Hotels. Die Stadt hat sich jetzt für diese Notunterkünfte entschieden und setzt ihren Fokus, glaube ich, jetzt eher darauf, dass eben noch eine Quarantäneunterkunft geschaffen werden kann. Das ist bis jetzt noch ungeklärt. Mhm. Es ist natürlich aber, ja, also wegen der Ansteckungsgefahr ist es schwierig, weil Menschen ja kommen und gehen können. Gleichzeitig kann man sie da auch nicht einschließen, wenn sie nach wie vor
zusammen sind. In der neu geöffneten Übernachtungsunterkunft hat man versucht, dem etwas zu begegnen, indem es halt zwei Bettzimmer gibt und jetzt nicht mehr mehr Bettzimmer. Das ist schon mal ein guter Schritt. Natürlich wäre zu überlegen, was man da noch machen kann. Genau, ne? Also es ist möglicherweise auch noch nicht ganz vom Tisch. Ich will noch ein weiteres Stichwort nennen, die Ausgangsbeschränkungen, die jetzt in Sachsen seit 22.03. gelten, sind ja tatsächlich für Menschen, die keinen sicheren Rückzugsraum haben, tatsächlich ein Problem. Wie bewerten Sie das und gibt es vielleicht auch schon Erfahrungen, wie die Ordnungsbehörden damit umgehen, wenn jemand keine Wohnung hat? Ja, also ich glaube, am Anfang war die Situation relativ in Ordnung. Die hat sich aber noch einmal verschärft, seit es eben jetzt Bußgeldmaßnahmen gibt und seit sich die Regelung nochmal dahingehend verschärft hat, dass jetzt das Zusammensein zu zweit auch eigentlich Familien vorbehalten ist, beziehungsweise Partnern, die gemeinsam in einem Haushalt leben und sonst nur unter Sonderumständen, was auch immer die sein müssen. Das bedeutet effektiv, dass wohnungslose Menschen rein rechtlich eigentlich nicht mehr anders als alleine unterwegs sein können. Mhm. Das schafft unglaublich große Unsicherheit. Bisher ist mein Eindruck, dass die Polizei relativ kulant mit diesen Menschen umgeht. Also sie werden aufgesucht, sie werden auch weggeschickt, sobald sie sich irgendwo hinsetzen oder zu mehreren unterwegs sind. Ja, es ist verstärkte Polizeipräsenz da. Am Anfang haben uns viele Anrufe erreicht von Menschen, die eben wiederholt von der Polizei aufgesucht wurden und wo dann eben auch die Personalien festgehalten wurden. Das ist inzwischen weniger der Fall. Ich glaube, was aber die Konsequenz daraus ist, ist, dass einfach die meisten sozialen Netzwerke unter Wohnungslosen aufgebrochen wurden. Das ist ein großes Problem, das ist ein Ausmaß, wir auch im Moment noch nicht wirklich einschätzen können, weil wohnungslose Menschen sind normalerweise untereinander extrem vernetzt. Es gibt nicht umsonst Knotenpunkte in der Stadt, wo sie sich treffen. Das ist nicht nur irgendwie aus Langeweile der Fall oder weil sich das gerade anbietet, sondern weil sie dort eben Informationen bekommen, wo geliebte Menschen sind, was es für ein Angebot gibt, wie man sich schützen kann, ne, und sich eben untereinander austauschen. Und es ist halt dadurch, dass die einen in die Notunterkünfte abgewandert sind, die anderen sich aus Angst alleine selber irgendwo zurückziehen und niemand eigentlich mehr so richtig zusammen sein kann, ist das halt ein ziemliches Problem. Dessen Ausmaß man vielleicht in, weiß ich nicht, 2 Wochen oder mehr sehen muss. Ne? Vielleicht noch die Frage, bevor wir vielleicht ein bisschen größer schauen, was kann man aus der Situation jetzt mitnehmen? Also ich beobachte ein bisschen, die Stadt hat relativ schnell doch dann reagiert, hat Möglichkeiten gefunden. Man hat das Gefühl, dass so bestimmte Sachen, die man schon lange gefordert hat, jetzt möglich sind, auch in dieser angespannten Situation. Aber auf der anderen Seite gibt es so negative Aspekte, dass Netzwerke zerbrechen. Was kann diese Situation vielleicht auch für die Zukunft bedeuten jetzt? Oder genau. Ja, also ich glaube, Krisen zwingen uns ja immer dazu, Stellung zu beziehen. Sich irgendwie verstärkt zu überlegen, was eigentlich möglich ist. Und viele Dinge, die davor immer unmöglich schienen, wie zum Beispiel die Öffnung der Notschlagstellen oder eine weitere Notschlagstelle, sind jetzt plötzlich möglich. Das ist natürlich auf der einen Seite ein toller Erfolg. Es bleibt aber die Koordination zwischen unterschiedlichen Einrichtungen und auch auf unterschiedlichen Ebenen der Wohnungslosenhilfe läuft eigentlich sehr gut. Und auch das ist ja ein positives Zeichen. Die Frage, die sich hierbei stellt, ist aber, wie sieht das langfristig aus? Welche Wege gibt es für uns? Und was würde es zum Beispiel bedeuten, wenn diese Maßnahmen, die ja im Moment einfach nur Krisenmaßnahmen sind, nach der Pandemie einfach wieder verschwinden? Welche Vertrauensnetzwerke haben wir dann geschaffen, die wir wieder abbrechen? Auf der anderen Seite sollte danach auch verstärkt auf Notschlagstellen gesetzt werden und sollten wir dann mehr in eine Richtung Housing First Prinzip hingehen, was passiert dann mit den Menschen, die noch auf der Straße sind?
Und wird hier eine Balance geben zwischen aufsuchender Straßensozialarbeit und Arbeit über Einrichtungen. Das ist im Moment noch alles sehr offen. Und ich glaube, wir müssen uns in der Beziehungsarbeit mit wohnungslosen Menschen auch darauf vorbereiten, dass es eventuell dazu kommen wird, dass wir auch große Enttäuschungen dann irgendwie, dass wir auch mit der umgehen können. Träger und Vereine haben sich jetzt zusammengeschlossen, um mal erste Ideen zu sammeln, wie auch langfristig die Situation verändert werden könnte und wie wir vielleicht aus dieser Krise lernen, was eigentlich möglich ist und was davon langfristig umsetzbar ist. Genau, das glaube ich ist wichtig und das habe ich aus verschiedenen anderen Bereichen auch schon gehört, dass es so eine Art Sicherung von Wissen und von Entwicklungen auch geben soll, die sozusagen in die Zukunft reicht. Aber vielleicht jetzt noch einen Schritt weiter gesprungen. Sie waren im Ausland sozusagen unterwegs, in Sierra Leone, habe ich gelesen, im Kontext des Ebola-Virus haben Sie dort geforscht. Das ist ja zum Beispiel auch ein Virus, der vor allem afrikanische Gebiete schon lange beschäftigt, der wenig sozusagen bei uns ankommt. Vielleicht können Sie da noch mal eine Perspektive drauf werfen. Wie gehen wir eigentlich jetzt gerade mit dieser Situation um? Und ist es vielleicht nicht auch in anderen Teilen der Welt sozusagen eine Situation, die des Öfteren vorkommt? Ne? Was können wir vielleicht auch lernen aus der aktuellen Corona-Krise? Ja, also Ebola war natürlich sehr, sehr viel tödlicher und auch gefährlicher als Covid-19. Während der Ebola-Krise sind extrem interessante Kollaborationen entstanden zwischen Wissenschaftlern, unterschiedlichen Gemeinschaften und staatlichen Organisationen und dann eben auch Hilfsorganisationen. Und das hat zu einem Wissensaustausch geführt, der das dann ermöglicht hat, die Krankheit irgendwie gemeinsam zurückzudrängen. Also am Anfang zum Beispiel war ein ganz großes Problem, dass Ebola konnte auch übertragen werden, also über tote Körper übertragen werden. Und natürlich haben Gesundheitsorganisationen dann sehr schnell gesagt, okay, wir müssen Menschen, wenn sie verstorben sind, wegschaffen. Für Gemeinschaften war das sehr schlimm, weil sie eben Begräbnisrituale haben, die für sie unglaublich wichtig sind, um sich von geliebten Menschen zu verabschieden. Und dann war ein Thema eben, wie kann man diese Rituale sicher ermöglichen? Und hierfür wurde eine Lösung gefunden. Ein anderes Thema war, wie können Menschen zu Hause gepflegt werden, ohne dass man sich ansteckt? Auch hierfür wurde eine Lösung gefunden. Und ein weiteres Thema war die Frage, wie diese Krankheit religiöse Rituale beeinflusst. Und auch hier wurde eine Lösung gefunden. Und ich glaube, das zeigt uns, dass eben die Kommunikation auf verschiedenen Ebenen in unserer Gemeinschaft unglaublich wichtig ist. Oft wissen Menschen, die von etwas betroffen sind, sehr gut, wo ihre Probleme liegen und was sie brauchen. Und wenn man ihnen zuhört, dann kann man selber, wenn man weiß, was für Mittel und was für Strukturen man zur Verfügung hat, auch überlegen, wie das umsetzbar ist. Und das würde ich mir schon auch in dieser Pandemie jetzt noch verstärkt wünschen, dass die Kommunikation einfach ausgebaut wird und dass zum Beispiel, wenn es um die Frage geht, wie mit geflüchteten Menschen jetzt umgegangen werden soll, warum nicht geflüchtete Menschen mit an den Tisch holen. Mhm. Ich hoffe, das passiert. Schauen wir mal. Genau, ja. Ich habe das Gefühl, dass schon Netzwerke sozusagen gestärkt werden und vielleicht ist teilweise noch das Problem, dass Verwaltungen sozusagen das wenig anerkennen und doch noch zu wenig auch den Schritt in Richtung Zivilgesellschaft oder direkt Betroffener gehen. Aber was würden Sie denn auch mit Ihrem Erfahrungshintergrund sagen, ist die Krisenbewältigung hierzulande oder auch in Europa, ist die sozusagen, passt das oder gibt es da noch starke Defizite von Gesellschaft, Staat, von allen Gliedern sozusagen der Gesellschaft? Ist eine große Frage, aber... Ja, also ich finde auch hier gibt es eben einige sehr positive Entwicklungen und einige, die ich als negative einschätzen würde. Ich glaube, innerhalb einzelner Nationalstaaten sind, also wenn man sich das jetzt für Deutschland anschaut,
sind Menschen schon irgendwie näher zusammengerückt. Und es gibt auf unterschiedlichen Ebenen eine sehr große Solidarität und eine Bereitschaft zu helfen und irgendwie auch so ein Gemeinschaftsgefühl. Gleichzeitig haben wir uns aber natürlich sehr schnell darauf besonnen, dass Staaten sich erstmal um Staaten kümmern, dass Grenzen geschlossen werden, dass, ja, dass irgendwie so jeder und jede für sich schaut, dass die Krankenhäuser ausgestattet sind, dass man damit umgehen kann. Und da ist natürlich, das ist auf der einen Seite dadurch entstanden, dass es eben sehr schnell extrem viele Länder betroffen hat. Es ist aber natürlich nach wie vor die Frage, ob das die einzige Lösung ist. Und wir sehen global gesehen natürlich auch ähnliche Ungleichheiten, die es davor auch schon gab, wo in Ländern, die sowieso schon viel haben, sind die Maßnahmen relativ gut und es geht auch der Bevölkerung relativ gut. Und in anderen Ländern und Gebieten ist wirklich das Leid unglaublich groß. Das ist schade und ich würde mir wünschen, dass da auch mehr darauf aufmerksam gemacht wird, dass Krisen immer uns vor eine Entscheidung stellen und dass dann immer das Potenzial da ist, dass wir auf der einen Seite näher zusammenwachsen und Solidarität und auch soziale Gerechtigkeit irgendwie mehr beansprucht wird und auf der anderen Seite, dass sich eben radikale Tendenzen oder Ausgrenzung oder die Besinnung einfach auf sich selbst, so nach mir die Sinnflut mäßig, auch das kann passieren. Und ich glaube, dafür müssen wir uns alleine und gesamtgesellschaftlich rüsten und dann eben auch wachsender Ungleichheit entschieden entgegentreten. Genau. Also stärkere solidarische Netzwerke auch global gesehen stricken. Okay. Wenn Sie noch was hinzufügen wollen, tun Sie es gerne. Sonst wäre ich jetzt auch am Ende. Okay. Ja, nee, ich freue mich auf weitere Zusammenarbeit. Ich auch. Dankeschön. Dankeschön, Luisa Schneider. Danke Ihnen.